Herzlich willkommen zu Wald. Nein, wir spielen alle PlayStation-Spiele an und, okay, das war schon mal ein genialer Anfang. Folgendes, ich glaube, ich habe gespeichert, aber X ist, also du brauchst drei Tasten. X ist springen, Kreis ist umdrehen, nee, was? Viereck ist schießen und Dreieck ist, ach, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen, aber im Endeffekt hast du drei Tasten. Wir schauen mal. 2D, Sidescroller kannst du es nennen, ne? Schnapp dir die Gegner und halte sie in den Strahl. Dann schlag mit den Richtungstasten links und rechts mit voller Wucht zu. Mit den Richtungstasten zuschlagen? 4 Schläge dürften genügend. Genügen. Hier, Eck? Okay. So, und jetzt mit den... Okay. Das ist ja mal lustig. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Dachte, hey, wie sollst du mit Richtungstasten zuschlagen? Aber lauf ich. Sammle Energiekreise zum Aufbau deiner Strahlfeuerkraft. Deiner Strahlfeuer. Okay. Okay. Oh, okay. Wo ist man? Also. Versuche über die Rakete zu springen, anstatt sie zu fangen. Ah, okay. Lustig. Ah, okay, verstehe. Ja, lustig. Und weg ist er. Achso, und die Dinge einsammeln, um sammle 99 wirbelnde Neunen ein, um ein extra Spiel zu ergattern. Achso, okay. Resident Evil 3, oder? Grafik finde ich okay, mir ist der Kontrast zu hoch. Ich finde das so hässlich, wenn der Kontrast hoch ist. Ah, es hat aber... Also, es ist halt die Frage, wie es dann weitergeht. Gegnermassen kannst du ja gar nicht so vorstellen, wenn da... Das mit den Raketen ist, sieht eher so ein bisschen nach Strategie aus. Bewertung war top, soweit. Ich dächte eigentlich bei dem Namen, das wäre ein Rollenspiel. Ne, nach vorne und hinten kannst du wohl nicht, nur wirklich zu den Seiten. Ja, okay. Aber Steuerung sehr genau. Technisch wurde es auch gelobt für das, was es sein soll. Grafikstyle muss man mögen, ist nicht 100% meins. Kanz, Außenposten haben Energieschirme, die nicht zwischen den einzelnen Bereichen, die nicht zwischen den einzelnen Bereichen durchlassen. Das ist allerdings immun dagegen. Muss es am Strahlsystem liegen. Was? Okay. Wenn nicht aufpasst und den Malzzehen. Oh, das ist. Also, ich weiß nicht, ihr müsst mich wirklich für dumm halten, aber das ist so schwer zu lesen, vor allem weil es bei mir kleiner ist, ne? Um den Malzehen am Boden zu nahe kommt, wird gnadenlos zermalmt. Okay, also soll es sich reinfallen, das ergibt irgendwo Sinn. Warte, ich will es ausprobieren. Na gut, gnadenlos zermalmt wurden wir jetzt aber auch nicht. Schieß mal, danke. Ach, genau, was sie geschrieben hatten. Am Anfang hast du halt super viele Möglichkeiten, den Gegner zu erledigen. Okay. Da hoch oder da hoch? Aber irgendwann wird das halt langweilig. Weil du sie alle raus hast. Weil das hier ist jetzt cool, ne? Wenn du es mal machst. Aber wenn du so 10 Gegner hintereinander einfach nur nach links, nach rechts steuerst. Ah. Noch nicht nervig, aber boah. Aber hier, oh, Leben. Wenn wir es hinbekommen. Okay. Okay. Das sieht mir aber so aus. Warum stehen da 5 Räder drauf? Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt was kaputt machen. Okay. Die Kiste ist plötzlich kleiner. Ich glaube aber irgendwie auch nicht, dass er. So, und jetzt habe ich das verbuggt. Richtig? Ah, okay, clever. Haben sie gut gelöst. Ah, kann ich hiermit irgendwas machen? Oh, guck mal. Oh, gucke mal. Cool. Interessant. War ja, glaube ich, nicht notwendig, weil wir sind immun, aber halt. Oha.
Ein bisschen erinnert es auch an Heart of Darkness. So, von der Strahlenkanone, warum habe ich ihn denn nicht getroffen? Tja, dachte ich mir schon fast. Lustig. Oh, cool gemacht. Kann ich ihn wieder hier hochschwingen? Sag mal, ich habe den Kollegen verloren. Ja, jetzt hat er einen Drehbomben. Schade. Wird gelaufen. So, hör auf zu schießen. Wo ist der hin? Der hat jetzt keinen Bock mehr. Der ist raus. Checkpoint! Ja, ja. Spät, ne? Sehr spät. So ein 17 haben wir jetzt so powermäßig anscheinend. Einige Propellerlifte sind bereits aktiviert. Du kannst also einfach reinspringen und anderen fehlt die Energiequelle. Sie benötigen eine Batterie, auf die Plätze fertig zu. Okay. Suche Batterie. So, ich kann reinspringen, aber okay, interessant. Granate. Das ist ein neues Propeller-Ding. Ui. Siebzehn ist das höchste, oder wie? Dauerfeuer der Strahlwaffe verbindet dich mit dem Schwingpunkt. Drücke die Richtungstaste rechts und links, um mehr Schwung zu erhalten. Der Strahlwaffe. Ah, okay, okay. Oh je. Ah, okay, okay, verstehe. Ist ja mal lustig. Wenn du verbunden bist und die Richtungstaste oben oder unten drückst, verkürzt bzw. verlängert sich der Strahl. Weitere Sprünge werden dadurch einfacher. Mhm. Ergibt Sinn. So, was ist hier unten eigentlich? So lang. Das mit dem Sprung habe ich bloß noch nicht so hundertprozentig durch. Raus. Ah, okay. Aber schön, schön, schöner Speed auch, ne? Schön, schön, schön. Birne gestoßen. Geil. Weiß noch nicht, was das da unten mit den Blasen auf sich hatte. Der Controller vibriert, warum vibriert der Controller? Beim R vibriert nur rechts. Ist die Vibrationsfunktion kaputt? Ja. Ist geil jetzt, also ist voll ungewohnt. Ich spiele ja keine aktuellen Spiele. Voll ungewohnt. Ui, cool. Dass der Controller vibriert, weil er hat das ja am Anfang nicht. Bei den ersten Spielen. Vibriert schon wieder, cool. Gefällt mir. Okay. Ah, jetzt. Energie. So, genau das war das unten. Danger. Okay, den kann ich einsammeln. Speicher hier mal, weil mich würde interessieren. Dächt es mir fast. Ja, kannst vergessen. Wow, 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 wow. Ruhig. Okay. Ah, okay, okay, okay. Kann ich da rüberspringen? Ich kann den ja machen, oder wie? Lustig. Okay. Ich hätte aber oben irgendwie raufgekommen. Ja, aber wir gucken ja, das war das Level. Zu Ende machen. Okay. Ah, hier. Hier, hier, hier. Ah, komm, wirf erstmal. Oh, komm. Hä, was war denn das jetzt?
Okay. Ah, okay. Hm. Cool, cool. Das ist weg. Damit komme ich oben drauf. Okay. Das hat mir jetzt wehgetan, oder wie? Was hier? Warum? Hat der selbst Schaden bekommen? Die kleinen Dinge im Leben. Okay, das Rätsel ist lösbar. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie doll mein Leben ist. Ja, wozu tragen, wenn du auch einfach den machen kannst. So, jetzt ist der aktiv. Ja, gut. So, was haben wir hier? Wenn du keine Raketen mehr hast, bleibe auf dem Symbol stehen. Ein Mitglied des Widerstands schickt dann mehr Raketenmunition. Ich hoffe aber so als Munition und nicht als Rakete direkt auf mich. Also, ja. Wie viele Raketen? Eine? Warte mal. Bin ich gespannt. Hallo, Typ des Widerstands. 3. It's all good. Like cool. It's all good. Like cool. 3. It's all good. Cool, cool. Checkpoint. Yes. Leider kein automatisches Leben, wäre schön. Ganz schön düster, nach wie vor. Okay. Okay. Was ist, wenn ich den jetzt benutze? Oh, okay. Was habe ich geworfen? Ah, okay. Ah, okay, okay. Unten ist der rote Bereich und oben ist der grüne. Ja, das ergibt Sinn. Hier fällt doch gleich irgendwas auf mich. Wow. Warum? Was ist das da? Okay. Kleine böse grüne Männchen. Sie sind winzig, sie sind erbarmungslos, sie sind giftig. Mit 3 Raketen müsste der Generator zerstört sein. Wir haben jetzt nur noch... nee, wir haben 5. Okay. Los. Hä? Okay. Was ist das? Auf was hat keinen Schaden gemacht? Okay. Wollte schon wieder eine Rakete werfen. Wisst ihr, was bald kommt? Das große Krabbeln. Ist nur noch ein paar Tage. Bin so gespannt auf die ganzen Disney-Titel, weil habe ich ja früher nie gespielt. Bin dann mit der PS2 eingestiegen. Hab ich voll Bock drauf. Speichern. An der Nase kratzen und springen. Ein Muster immer, okay. Da krieg ich halt gar keine Energie, ne? Lustig, wie sich das dann selbst reinigt. Hier, Lichteffekt ist okay. Mal hier. Checkpoint. Ah, okay, okay. Weiß ich, was da rechts ist? Okay.
Lustig, ne, wie es funktioniert. Hat er mich fast wieder bekommen. Toll. Ah, okay. Habe ich bekommen. Hey, was ist denn das Rote? Ah, vielleicht einfach hier. Laufe ich langsamer? Rot, okay. Wie kommen denn da? Ah, ich habe eine Idee. Muss die hier blockieren, ne? Ja. Dachte ich mir. Und noch ein. Die Geräusche. Noch ein. Okay. Achso, er war nicht drin, sorry. Wollte ihn jetzt auch nicht länger leiden lassen, als es sein muss. Okay. Kommt da noch eine? Warum ist mein Strahl rot? Keine Beschwerde, aber es wundert mich. Ich dachte, das war's. Und der hat gar nichts. Schade. So. Hat das jetzt Leben abgezogen? Warte. Nee, ne? Okay. So, da brauchen wir einen. Für irgendwie einen Gegner. Achso, wenn du noch nicht verstanden hast, dass du die schieben kannst, wahrscheinlich. Okay. Schon gut, gefällt mir. Wieder mal gucken, ob es hier noch anders gibt. Oh, was oben mit der Anzeige ist hier kaputt? Weiß nicht, ob ich mich da festhalten kann mit, aber ist so ein bisschen Spider-Man-mäßig. Ja, halt dich da fest. Danke. Erinnert mich auch so ein bisschen an Herr der Ringe, der Balrog, ne, der doch dann Gandalf noch schnappt. Auch so einen roten Pan, den der hinter sich zieht. Hinter sich herzieht, vor sich herzieht. Einfach zieht. Okay, ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme, aber nein, soll jetzt auch nicht das Problem sein. Ach komm. Irgendwie hängt der dann fest und dann lässt er los. Ey, das kann doch nicht sein. Halt dich fest. Danke. So, was ist da drunter? Kann ich auch hier irgendwie den machen? Oh, okay. Nein, 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 nein. Wow. Mein Leben. Na? Weiß halt nicht, oben sind wir nicht lang. Warum ist das... Oh, warte mal, hier ist Leben. Wow. Fast runtergefallen. Oh, 70. Ich weiß nicht mehr, was die... Ist die Stärke meines Strahls, ne? Oh, okay. Geil.
geil. Achso, ab 100 gibt's, glaube ich, ein neues Leben. Naja, da bringt mir eigentlich wenig. Soll mir, wenn dann schon Leben geben. Und ihm hat's keinen Schaden gemacht. Geht der eigentlich so auch kaputt? Bei euch so? Was? Na klar. Wie langsam der Strahl auch ist. Dachte eigentlich, dann zerlegt sie ihn auch. Energie. Okay. Was soll ich machen mit dem? So, der ist aber Matsch. Ja. Vielleicht hätte ich den in beide schleudern müssen. Checkpoint, sehr schön. Aufpassen muss jetzt mit dem Springen. Na, geht bisher. Ah, was ist das denn? Okay. Okay. Ein Feind. Drei geht anscheinend nicht. Okay. Was? Keine Beschwerde, aber tiefe Verwunderung. Ich will dich mitziehen. Geht das? Ein Stück, ne? Wie soll ich denn den sonst kaputt machen? Ui. Achso. Ah, okay. Wie ich einfach nichts machen kann hier. Hä, warum geht der denn weg? Achso, ich muss den länger ziehen. Okay. Aber er macht mir dann immer Schaden. Na gut. Reicht mir auch erstmal zum Anspielen. Wenn es euch gefallen, dann super gerne Daumen nach oben. Spiel ist auf jeden Fall solide. Ich bin nach wie vor nicht der riesen 2D-Fan. Aber das hat Spaß gemacht. Grafik-Setting gefällt mir nicht. Ist so dieses düstere, ne? Bisschen düster Cyberpunk PS1 typisch, aber ja. Ziemlich nett. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dahin.